Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Ja, der sieht ja ganz schön verworren aus. Was habe ich jetzt davon? Gar nichts? Cool. Hier komme ich hoch. Da hinten steht jemand. Da oben ist eine Kiste. Ja, da ist jetzt der Entdeckerdrang. Kommt zum Tragen. Und da sind dann Random Encounter immer sehr hinderlich. Wenn man erkunden möchte. Das stresst dann. Also das stresst. Das hat mich schon in Final Fantasy immer gestresst. Und wird mich hier auch stressen, wenn man einfach nur erkunden möchte und dann, erstmal runter, da ist eine Truhe da unten. Schwerer Helm. Dann drückt man auf falsche Tasten. So, also ich muss ja hoch eine Ebene. Vermutlich ist es doch linear, würde ich mal vermuten. Da ist nichts, dann gehen wir jetzt rüber. Das hatte ich schon so ein bisschen... an den Truhen vorbeiführt. Würde ich mal vermuten. Wow. Oh, der Hasenmagier haut ja richtig einen raus. Und der kann noch ein bisschen was einstecken. Gar nicht mal schlecht. Beängstigend. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Heilkraut kaufen sollen. Fällt mir gerade auf. So, hier hinten ist nichts, nee. Trotzdem geht man es lang, weil man Angst hat, es könnte ja was da sein. Man könnte ja potenziell was verpassen. Gegengiftkraut, das brauche ich nicht. Gib mir mal Heilkraut, 6 Stück. Da habe ich doch ein bisschen mehr Bock drauf. Da hinten ist wieder der Hasenmagier. Greif den Hasenmagier an. Ah, sie geht doch auf den. Puh, der hält ein bisschen was aus. Aber es gibt noch einen Heiltrank. Heilkraut.
So, hier war da auch noch eine Kiste. Jawohl. Rune des Windenstichs. Sind das dann Fähigkeiten, die man noch zusätzlich erlernt, wenn man es mal anlegen kann irgendwann? Kann ich den da unten rekrutieren oder steht der einfach nur so da? Werde ich gleich herausfinden. Let's do this. Schon wieder Hasenmagier. Ja, die greifen halt von rechts nach links an. Das ist das Nervige. Aber das könnte man bestimmt einstellen. So, aber Kämpfen ist ja wichtig. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Deswegen immer schön die Kämpfe mitnehmen, nichts liegen lassen. So, dann kann ich die Truhe noch holen. Rune der Kraft. Rune des Bäuerchens. Okay, man muss ihn sogar ansprechen. Weil sonst geht's ja nicht weiter. Hiro. What are you poking around here for? Don't you know there are monsters about? It's not safe. Oh, this is rich. I'm surprised you even spotted me. I tend to go pretty unnoticed. Na, du fällst doch schon ein bisschen auf hier in der Umgebung. Me, the moment of levity. The name's Hiro. I'm what you might call a merchant on the move. I peddle my wares from highest mountain to farthest sea. Oh, klingt gut. As for why I'm here, you caught me in the middle of foraging. And needless to say, I don't get many hellos in a place like this, let alone a conversation. That makes you most unusual. Mhm. Okay. Well, in that case, sorry to bother you. Nonsense. I welcome the company. Even in broad daylight, people tend to give me a wide berth. I guess I don't always exude approachable. Clearly, we were meant to cross paths. What's your name? Noah. Noah? Doesn't the Watch have a talented recruit by that name? Is that you? Yes. Am I talking to the guy? If you're sharp enough to spot me, you must have a big future ahead. I'd be honored to have your patronage. Can I show you my wares? Klar, zeig mal her, ich brauche Heilkraut. Sure. What have you got? I'm so glad you asked. Step right up. Guck mal, da hat er ein bisschen Heilkraut. Nee, das war's, danke. 21 von 30 habe ich jetzt. Stay prepared. Alright, future big shot. I'll see you around. So, die Million-Dollar-Frage ist aber, wie komme ich jetzt? Ach, hier geht's runter. Gut. Schon gewundert. Attacke! Die haut immer Crits raus. Was ist denn da los? Suck it! So. Wunderbar. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier die Abzweigung runter. Gibt es hier hinten noch was zu holen? Nee. Aber so unauffällig war der Händler doch gar nicht. Wie hätte ich den denn übersehen sollen? So, dann war das dieses Gebiet.
So, hier oben geht's nicht weiter. Da steht eine umgekippte Lore im Weg. Dann folgen wir den Pfad. Damit muss ich doch bestimmt wieder was kaputt machen. Ah, ne, die muss in den Lift. That's one impressive elevator. Oh, I know what to do. Huh? Well, this is totally the right answer. I can feel it starting to give. Maybe we need to put something heavier on the switch. Er lässt halt nicht los. Das verstehe ich nicht. Warum er nicht einfach loslässt. Verkraftbar. Jetzt komme ich nicht mehr auf die andere Seite. Jetzt immer noch nicht. Also muss ich das rauf tun. Und dann kommt das hier runter. Alles klar. To bring something heavy over. Ist das nicht schwer? Aber ich kriege ja das da hinten nicht. Aber ich kann das ja so ziehen, ne? Natürlich. Manchmal bin ich zu dumm. Na komm schon, die Gegner haben schon ein bisschen was drauf. Also es ist jetzt kein reines Kanonenfutter. Da tust du denen auch ein bisschen Unrecht. Lass doch bitte los, so. Jetzt hat's geklappt. Wunderbar. Maybe it was rusted or something. Could be. Let's press on. Okay, gehen wir weiter. Die Banditen warten immer noch, aber ich muss mich mal heilen. Ich glaube, es war schon gut, dass ich ein bisschen mehr gekauft habe. Nochmal 6 Heilkraut. Oh, kriegen wir gleich nochmal 6 oben rauf. Das ist doch wunderbar. Haben wir hier was Spannendes? Wahrscheinlich müsste ich von oben bestimmt rein, oder?
Naja, mal gucken, wie der richtige Weg ist. Eins. Na Mensch. Das ist aber heftiger Schaden. Sehr heftiger Schaden. Jawohl, Francesca, mach dich locker. Da ist noch eine Kiste, Wiederbelebungsmedizin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich von der Seite oder ob ich hätte von oben kommen müssen. Hier ist auf jeden Fall ein Wagen. Da geht es einfach nur weiter. Aber ich wäre nicht durchgekommen von der Seite. Ich hätte die Schatztruhe holen können, aber der doch ich jetzt nach hinten ziehen können. Aber geht ja auch so, also. Rune des Wassers erhalten, na mein Gott. Kann ich mir nie beschweren. Ah, jetzt bin ich hier rausgekommen. Wo die Lore hier den Weg versperrt hat. Jetzt haben wir eine Abkürzung. Heilkraut. Speichern, weil jetzt bestimmt ein Bosskampf kommt. Oder? Na, noch kein Bosskampf. Dann halt nicht. Ich denke mal, die ganzen Ressourcen sind dann sinnvoll, wenn man die Basis erweitert. Dass man es dafür braucht, weil jetzt beim Schmieden habe ich ja nichts gebraucht. Das war einfach nur Geld vonnöten. Deshalb denke ich mal, dass das dafür dann benötigt wird. Die ganzen Ressourcen. Aber du wirst auch mit Geld zugeschissen. 12.000 wieder auf der Kante. Ah, die machen wieder Gift. Die machen wieder gemeine Giftangriffe. Hoffentlich kriege ich die weg vorher. Zumindest einen. Oh, die fressen aber auch Schaden da vorne. Nicht so arrogant. So. Hier gibt es jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun. Das ist ja doch recht. Oh, rote Kiste. Rote Kiste ist immer gut. Rote Kiste mag ich. Ich will rote Kiste haben. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich da hin, ne? Wie komme ich da hin? Da sind ja doch einige Eingänge jetzt. Flucht fehlgeschlagen. Das ist natürlich richtig mies. Ah, hätte ich auch raufknüppeln können.
So, das hat sich schon mal gelohnt. Gegen Giftperlen. So, jetzt muss ich oben irgendwie hinkommen. Vermutlich hier lang. Oh, jetzt werden zwei magische Tropfen. Jetzt werden Kisten gesammelt. Bis die Schwarte kracht. Oh, da sind aber auch viele. Ein Schaden. Noch ein Schaden. Ach, so ein Hasenmagier ist auch noch da. Oder Rattenmagier. Ich weiß nicht, ob es ein Hase oder eine Ratte ist. Das ist die 1000-Euro-Frage. So, ich müsste jetzt aber hier peppern. Mit Erfahrungspunkten, naja, halbwegs. $900. So, jetzt den ganzen Weg zurück. Ich guck mal oben ein bisschen Karte. Ach, man sieht mich ja gar nicht so genau, weil ich... Ja, man sieht mich schon, aber man sieht... Weil ich ein bisschen über die Karte oben drüber bin, ne? Für Kämpfe ist das ganz gut, so die Einsicht. In-game, weiß ich nicht, braucht man die Karte als Zuseher. Also für den Kampf ist es in Ordnung. Ich könnte die Kamera auch links unten hinpacken, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt Möglichkeiten über Möglichkeiten, aber ich bin immer so ein Freund davon, das lieber oben zu haben. Wachstumsmarke. Jetzt bin ich doch nochmal neugierig, was das ist. Erhöht den Erfahrungsgewinn moderat. Hat jetzt Kuruto erhalten. Aber welche, warum die Kisten jetzt unterschiedliche Farben haben? Weiß ich auch noch nicht so recht. So, jetzt muss ich mal wieder gucken, wo es runter geht. Hier ging es runter, ne? Okay, wir müssen uns auf den konzentrieren. Weil der ist gefährlich. Einfach nur mal sicher gehen, dass alle auf ihn draufhauen. Ah, schon ist er weg. So, jetzt Auto. Lasse halt ein bisschen automatisch rauf. 21. Vorne macht er einen Schaden, hinten 21. Das aber auch heftig. Da geht's runter. Nee, so nicht. So wollen wir's. Ah, ich habe noch genug Heilkraut. Zum Glück. So. Jetzt trotzdem nach links, weil da oben ist noch so eine Lücke, die ich erkunden möchte.
Genau die hier. Gucken, was da noch Schönes ist. Schön Autokampf her. Ja. 22. Vorne macht er 1. Eigentlich, das ist nur vorne der pinke Typ. Es wird doch schwierig, die ganzen Namen sich zu merken, merke ich gerade. Habe ich ja so schon Probleme mit. Bin ich jetzt nicht wirklich gesegnet. Wenn hier 100 Leute bei mir im Team sind. Yusuke. Der frisst, der hat eine schwache Magieabwehr scheinbar. Der frisst da mal ein bisschen mehr Schaden. Ah, geht noch. Gibt es mal schön Wiederbelebungsmedizin. So, wie laufe ich jetzt? Eigentlich ja, nach rechts, aber links sind auch noch so ein paar Räume, die ich erkunden möchte. Schwierig, Alter. Ich kann mir nicht mal entscheiden. Ich möchte ja auch alles mitnehmen. Bin da so ein richtiges Opfer, was das immer angeht, dass ich alles einsammeln will. Alles, was geht. Nichts liegen lassen. Da, Kiste. In der Ecke versteckt. Bullseye. Dann schön Crit rausgehauen. Jawoll. So muss das sein. Flauschiger Schild. Kann den jemand anlegen? Er kann den Anna ausrüsten. Dann hat Anna, kriegt er auch ein D für Verteidigung. Okay. Aber jetzt, wie kann ich Runen anlegen oder sowas? Das ist meine große Frage. Weil die werde ich ja hier nicht ohne Grund bekommen. Sowas hier. Rune der Kraft. Wegwerfen will ich die ja nicht. Aber da leuchten ja nur die beiden auf. Ich kann es nicht benutzen, ich kann es nur wegwerfen. Hier kann ich nichts machen und bei Ausrüstung auch nichts. Deswegen, ich bin so ein bisschen... Ah, eine Rune, Rune, Rune des Wassers. Ja, aber wie kann ich denn... Wie kann ich denn was... Die Runen austauschen. Ist gesperrt, gesperrt. Kommt das vielleicht erst noch? Oh, ich weiß es nicht. Aber warum geben die mir dann jetzt schon Runen? Verlassene Mine im Mittelpunkt. Rune des Wassers. Guck mal, jetzt kriegt ihr euch eine Rune des Wassers, mit der man heilen kann. Aber was bringt mir das, wenn ich die nicht ausrüsten kann? Help! I need help. Ich hoffe einfach, die erklären das noch. Rune der Fähigkeit erhalten, ja, cool. Schmeiß mich mit Runen zu, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll. So, jetzt gehe ich nochmal da links zurück. Guck, ob da in den Räumen kann man irgendwie noch was ist. Oh, jetzt kommen aber ganz schön viele Gegner.
Kann ich schön mich zurücklehnen, ein bisschen Äuglein zu machen. Und den Kampf abwarten. Auf jeden Fall sind sie stark. Die haben was drauf. Ja, es geht wieder auf alle. Sehr schön. Zweiundzwanzig sogar. Ach du meine Fresse. Was hat sie denn Verteidigung? 52. Lien hat 53, aber Lien wird doch kaum angegriffen. Alle mal ein bisschen heilen. Wer weiß, was noch kommt. It's important to heal ein bisschen. So, da gehe ich noch nicht hoch. Erstmal gucken, ob hier noch was ist. Also, es tut mir leid, ich bin einfach so. Das ist einfach meine Art, weil genau nämlich hier noch Kisten stehen, eine Rune der Verteidigung. Genau deswegen mache ich das. Auch wenn es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Looten ist wichtig. Ein Schaden. Auch ein Schaden. Suck it. Wieder der Steinangriff. Ja, ja, ja. Zack, zack. Die gefliederten, komischen Fledermäuse halten aber auch ein bisschen was aus. So, das war's. Also im zweiten Raum war nix. Aber da oben dafür, ne? Wenn ich jetzt noch wüsste, wofür die Runen sind, das lässt mir schon wieder keine Ruhe. Bin ja so hibbelig, aber vielleicht schmeißen die mich einfach damit zu. Für den Moment, wenn es dann wirklich so weit ist. Oh, also ich muss sehr weit drin sein, weil das ist mir jetzt auch schon immer aufgefallen. Je weiter du in einem Dungeon drin bist, desto größer werden die Gegnerhorden. So, also jetzt so wie hier mit 6 Gegnern. Muss man schon ziemlich am Ende sein des Dungeons. Chaka, boom, bang. 16 aber auch. Jetzt hat sie sich geheilt. Finde ich löblich. Genau wie den Crit. So, da hoch. Noch. Kiste mitnehmen. Potentes Heilkraut. Das heilt dann schon mehr. Jetzt kommt schon das bessere Heilkraut hier. Schicki schick. So. Brauche ich die Lore oder? Mhm. Heißt also, wir müssen erstmal bestimmt. Heißt, ich muss den Wagen gegenschieben.
So war das gemeint, okay. Okay, haben wir wieder schön Fahrstuhlrätsel. Was kein richtiges Rätsel ist. Drei von den fliegenden Dingern. Sollen sie mal schön in der ersten Reihe angreifen, ja. Da machen sie nämlich keinen Schaden. Ideal. Ha! Gut. Also gleiches Spielchen wie eben, würde ich sagen, ne? Nur, dass der hier keinen Stein hat. Jetzt hat er einen. Sieh mal einer an. So, das. Der mit drauf. Zack. Knopf drücken. Abfahrt. Na, das war ja jetzt gut lösbar. Aber die hauen hier sehr viele Kisten hin. Sehr, sehr viele Kisten. Vielleicht, weil sie einfach wollen, dass Erkunden belohnt. Let's do this. So, Angriff hier. Alle auf dieses Fieder. Und den Rest könnt ihr euch dann verteilen. So, das war's schon. Gut. So, Mr. Zauberer ist noch da. Gibt uns alle mal eine Reiche mit. Karottenschlag. Okay, dann ist es ein Häschen. Dann ist es ein Häschen, wenn es einen Karottenschlag macht. Langer Dungeon. Also mir kommt da lange vor. Sagen wir es mal so. Ah, jetzt aber hier. Aber wenn er mir hier vorne schon was zu speichern gibt. Kritisch. Müdigkeit lass nach. Also erstmal wieder nach links schmökern. Ob da noch eine Truhe rumsteht? Die hauen hier sehr viele. Ja, Tasche ist voll geil. Erstmal Heilkraut verwenden. Tasche ist immer noch... Oh Gott, das will... Achso. Ja, 30. Das kann ich wegwerfen. Rune der Geschwindigkeit. Cool. Was mache ich damit? Minispiele, Material sammeln. Ein bisschen mehr Material hätten sie auch hier reinpacken können. Das wundert mich so. Das ist nur Kampf. Ansonsten geben sie dir hier keine Hinweise.
Rune des Schwungschlitzers. Wahrscheinlich muss man das erst freimachen. Oder kann man hier irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ich bin überfragt. Drei Magier, drei Ritter. Das könnte ein bisschen dauern. Vor allem könnten die Magier mir richtig Schaden zubereiten, wenn die angreifen. Die können mir richtig wehtun. Oh, alle drei hauen sie das raus. Das sind ja richtige Mistviecher. You're freaking dead! Ja, es gibt ordentlich Erfahrungspunkte, ja. Und ich werde ein bisschen Heilkraut los. Nee, nicht das. Obwohl, es geht, kann man gar nicht so viel. Ich habe mal das Gefühl, die fressen mehr Schaden, aber weil ich sehe es ja halt auch nicht im Automodus, ne? Wer wie viel noch hat lebensanzeigemäßig? Da sehe ich eine Kiste. Tasche ist voll. Nein, ich will ins Menü. Die ganzen Knöpfe verwirren mich. Magische Tropfen, die habe ich auch noch nicht benutzt im Kampf. Dicke Nacktschnecke. Oh, die hält ja ein bisschen was aus. Ach, du meine Nase. Jetzt ist er erst weg. Jetzt kommt schon mal schon die Giftabreibung. Das sollte doch passen, hoffentlich, oder? Ja, gut. Huh. Ach, Francesca, das kann ich mir die ganze Zeit anhören. Du hast einen Platz in meinem Herzen. Du hast einen Platz in meinem Herzen, Francesca. Kiste. Ja, Tasche ist voll. Die werfe ich jetzt einmal weg. Sprintstiefel, das gefällt mir. Was machen die? Bewegung und Aktion beschleunigen. Ja. Kann hilfreich sein, aber da oben ging es jetzt gar nicht weiter, oder? Sah nach Sackgasse aus. Ich bin der typische Autokämpfer. Aber ich finde es einfach zu entspannt. Muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach zu entspannt, das einfach so laufen zu lassen.
Also mit seinem Akzent finde ich ihn ja auch ganz schnieke. Aber ein bisschen zu sehr Akzent. Der Kuroto any better. Das ist schon englischer Akzent, oder? Ist er britisch? Any better. So wie er das betont. Da muss ich lang. Ich kann hier nochmal gucken. Ah ja, hier wäre es lang gegangen. Dumm von mir. Einfach eine extra Runde gedreht. Jetzt muss ich wieder was wegwerfen erst, oder? Let's get it done. Oh, der Yusuke sieht gar nicht gut aus. Vielleicht wird er geheilt. Von jemandem. Weil wenn erstmal da die Giftwolke kommt, dann wird's kritisch. 17, jawohl. Oh, der hat's aber das Große genommen. Einfach mal mit 100 geheilt. Weiß nicht, ob ich den so gut finde. Meine Ressourcen hier so wegschmeißen. Ja, ich weiß. Keine Mühen für euch. Tasche ist voll. Ich weiß nicht, warum die Anzeige da so lange steht. Ich habe sehr viel. Na, so viel Gegengriff brauche ich, glaube ich, nicht. Aber ich finde es schön, dass. Rune des Feuers. Das ist sehr schön. Ich finde es schön, dass 6 Heilkräuter als eines gelten. Das sagt mir zu. Weil sonst wäre das echt stark überfüllt. Das Inventar. So, speichern. Nehmen wir mal hier oben die 1. Vor dem Bosskampf auf die 1. Sieht aus wie ein Brunnen. Light. We must be near an exit. Where does this thing even go? Let us investigate. Oh, Francesca hat gesprochen. Mhm. Das ist deren Schloss. Ach, das sieht jetzt aber Burgruinen. Nisten wir uns da jetzt ein und bauen dann da unsere Basis? Where are we? What is this place? Same Akzent. There's some kind of ruins. Fortress, if I had to guess. Da sind sie. Halt! Who dares trespass upon the sacred grounds of mighty General Kogan's castle? Sorry, who are you? What? I asked you first. Yeah, who are you? Ich bin Noah, oh großer Hauptmann der Wache. Ich bin Albert Münchhausen der Dritte. Ich mach mal einen Standard. Noah of the Watch. The Watch? Well, that doesn't sound good. Richtig. Whatever. You don't control us. Pretty soon. General Kogan's gonna declare himself ruler of this whole land, and you can't do squat about it. Ist gut. Euthus, maybe ease back on the whole. We're the general's faithful army, and if you brigands want the castle, you'll have to take us on first. Da ist jemand sehr, sehr übermütig. Or you can come quietly, and we can just talk this thing out.
Oh, I'm not scared of you. If you're the watch, then you can watch me crush you. Oh, we're gonna die. Get ready for trouble. Better grit those teeth. Geiler Dialog. I don't know who you high and mighties think you are, but you're about to get an iron ball bashing. I won't let you lay a finger on the general or on my pal Sappy. Der ist einfach nur durchgeknallt. Oh, der Heldenkombo. Wen nehmen wir denn zuerst aus dem Spiel? An den hinten kommen wir ja nicht ran. Du machst den. Sie macht ein Schild. Okay. Er beschützt alle, also müssen wir ihn zuerst wegmachen. Oh, schöner Crit. 102, das gefällt mir. Oha. Das war mal ein starker Angriff. Was macht sie? Sie greift auch an. Er greift an und sie macht meine Heilung. Naja, okay, er heilt ihn mit 40. Das ist ja gleich wieder runter. Aber auch nur 40 geheilt. Ich brauche da eine stärkere Heilung, glaube ich. Oh, 3 nur. Ich glaube, er sollte mal verteidigen. Oder hau dir mal ein Heilkraut rein. Der Angriff hinterher und sie magische Verteilung. Das kostet 40 MP. Gleich mal noch hinterher. Sie machen es nicht einfach. Komm, es geht. Es geht. Gar muss als nächster. Macht seinen Schwungschlitzer. Doppelschlitzer. Machen wir eine Aufladung. Kriegt da auch eine Heilkraut reingeschmissen. Und sie kann auch angreifen. Der kriegt richtig auf den Latz. Sieht's gut aus, ja, ne? Kann sie ja nochmal den machen. Angriff. So, den Angriff. Angriff. Oh, Gar muss geheilt werden, aber ganz dringend.
fällt der jetzt mal um. 133 hat er gemacht. 38. Der Verteidigungsmann ist schon in die Knie gezwungen. So, nochmal den Schwungschlitzer. Gar greift nochmal normal an. Nochmal eine Aufladung. Er braucht eine Heilung. Francesca braucht auch eine Heilung. So, machen wir es mal so. Warum hat er jetzt die 100 bekommen? Das war falsch. Lass mal meine Heilerin in Ruhe, bitte. Das war ja mal richtig fail gerade. Nee, er macht sogar hier den Rüstungsschlag. Ah, was machen wir? So, machen wir es. Ich meine, der heilt ihn mit 40. Aber das ist nach einem Angriff schon wieder alles runter. 142. Vorrichtung? Welche Vorrichtung? Jetzt kommt noch ein Special Gimmick mit rein. Phase 2 sozusagen. Gottes Willen, ey. What the? How is that fair? It's some kind of cream. That can't be good. Ort des Steinschlags ändern. Ich muss ja ihn angreifen, oder? Ich kann auch Zabi angreifen, okay. Dann würde ich erst zu Zabi angreifen, dass der weg ist. Auf Zabi. Ich muss gucken, wann der Kran dran ist. Er kann aufladen. Sie macht das. Keiner muss erstmal geheilt werden, da kann sie ein Schild machen. Ja, immer ruf auf ihn. Oh, die haut aber auch rein. Attacke. Mein Gott. So, jetzt haben die den Stein abbekommen. Oha. Gar hat einen Break erlebt. Francesca sieht auch nicht mehr so frisch aus.
Was machen wir denn da? Also wenn ich sehe, ich müsste mit Francesca oder Gar vermutlich den Kran angreifen. Weil dann sind wir auf der sicheren Seite, dass der wirklich auch bei denen runterfällt. So, das gebe ich ihm. Er greift das an. Da kommt er nicht ran. Gibst du ihm eine mit? Zabi. Und sie heilt ihn mit. Dann krieg ich erstmal einen. Was auf den Latz. Er bedient. Das war mir nämlich klar. Achso, jetzt nimmt der Kran das erst auf. Ich mache einfach mal Verteidigung hier vorne in der Reihe. Achso, ich kann die Vorrichtung gar nicht angreifen, okay. Sie kann ihn auch nicht angreifen. Komm, machen wir mal den. Greift den Clown an. Sie heilt sich mal selber. Und die anderen verteidigen vorne. Also ich könnte es jetzt wieder so machen. Ort des Steinschlags halt, ne? Werde ich auch so machen. Greifen wir den Clown an. Er greift das dann an. Kommt nicht an Zabi ran. Schade. Trotzdem greift sie an. Er greift den Clown da hinten an. Und Francesca heilt Yusuke. Gott, der Clown heilt sich selber. Ich denke mal, der Clown dürfte eigentlich nicht so viel haben. Dass der recht schnell zusammenklappt. 144. So, er geht jetzt daran. Ganz gut, wenn man den letzten Angriff hat, um es umzulenken. Aber mich wundert, dass da zwei Kräne sind. So, jetzt macht er wieder seinen Kanonenhagel. Ich hab Bock auf Angriffe. Ich muss den Clown da oben mal wegkriegen. Er verteidigt. Er lädt sich auf. Wirf mal nochmal ein Heilkraut. Er greift den Clown an.
Und sie haut damit drauf. Weg mit dir, Clown. ...36, 20, 19. Gleiches Spiel wieder. Er greift das wieder an. Finde ich schade. Der müsste eigentlich mal wieder richtig einen raushauen. Sie kann hier klauen. Er heilt sich selber. Das ist dann halt doch ein bisschen zu wenig. Also ich sag mal, es dürfte nichts anbrennen. Heilung habe ich genug. Weiß nicht, ob ich ein bisschen mehr riskieren sollte im Angriff. Weil letztendlich macht das ja nur 50 Schaden. Also ich will keine 50 Schaden haben, aber... So, er haut jetzt mal einen raus, das ist mir egal. Angreifen. Greift auch den Clown an und sie kann keinen Gimmick-Angriff machen. Cool. Boah, ist das dumm. Ach nee, geht ja auch. Hä? Können wir nicht den Schalter betätigen? Okay, dann scheinbar nicht. Gucken wir mal. Aber wenn der jetzt den Schalter umlegt, nee, er wirft eine Kugel. Oh, er ist angeschlagen. Jetzt ist der Kran wieder dran. Und dann kann sie hinten das machen. Während wir den Clown jetzt außer Gefecht nehmen. Nee, ups, Gottes Willen. Sie greift ihn an. Er den Clown. Und sie macht das. Heil dich mal selber, das bringt dir nämlich gar nichts. Ah, doch nur 27, schade. Langer Kampf. Langer Kampf, muss ich sagen. Da passiert aber auch nicht so viel Spektakuläres. Fall doch bitte mal um, du Clown. Jetzt vielleicht. Nee, immer noch nicht. Schade. So, er macht seinen Kanonenschlag. Ich greife ihn trotzdem an, das ist mir so. Jetzt ist er schon rot. Und Kogan ist gelb, okay. Also sind die beiden schon stark geschwächt. Machen wir es so.
Attacke. Angriff ist der beste Angriff. Jetzt ist er weg. Weg ist er, genau. Wunderbar. So, ich glaube, das war's mit dir. Jetzt kriegst du richtig auf den Sack. Bestätigen. Nochmal einen Crit reingehauen. Oh, weg sind sie. Ich weiß halt nicht, soll das so lange dauern? Rune der HP, Rune des Windes, Rune der Rüstungsdurchbrechung. Das machen wir mal so und das. So. Ich will wissen, was mit den Runen auf sich hat. Das macht mich kirre. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.